Kimchi und ich komme aus China und Japan. 首先呢，我先要给大家介绍一下这个房间里面的主要的内容。 Erstmal will ich also dieses Zimmer euch vorstellen. Und da kann man Billardtisch spielen. Und da gibt es Sofa. Und hier gibt es Sofa. Und da gibt es auch Fernseher. Man kann hier sitzen und Fernsehen. Und man kann auch hier Party machen oder partieren oder Hamburger oder Pizza bestellen. Und man kann hier den Weimar und man kann hier zusammen essen und sehr glücklich sein. 안녕하십니까. 한국에서 온 김선재라고 하고 독일 온 지 2년 정도 됐고 이 학교 다니고 있는 지도 한 2년 정도 됐어요. 오늘은 제가 가장 좋아하는 장소인 연못을 소개해드릴까 합니다. Hallo, ich bin der Sanjay aus Korea. Und ich bin seit 2 Jahren in Deutschland und besuche seit 2 Jahren auch das Ernst-Karl-Gymnasium. Und heute würde ich euch meinen Lieblingsort auf dieser Höhe vorstellen, nämlich den Teich. Die연못은 꼭 계절마다 모습이 바뀌는데 여름에는 이렇게 식물들이 많이 자라서 꼭 정글이 있는 듯한 느낌을 받을 수가 있어요. Also der Teich also ändert sich ganz viel in jeder Jahreszeit. Und im Sommer wachsen sehr viele Pflanzen in diesem Teich, also es sieht aus wie ein Dschungel. 그리고 겨울에는 강물이 다 얼어버리니까 여기에 뭐 물건들을 던지거나 친구들이랑 같이 모여서 볼 수 있는 곳이에요. Also im Winter friert der ganze Teich, also kann man halt Sachen reinwerfen oder Ärger bekommen oder mit den Freunden halt zusammen gucken. 그리고 이 연못 말고도 친구들이랑 다양하게 추억을 쌓거나 이렇게 아름다운 경치들이 있는 곳이 많으니까 꼭 둘러보시길 바랄게요. 감사합니다. Also außer diesem Teich gibt es auch sehr viele schöne Orte, wo man halt so rumgucken kann und mit euren Augen halt fotografieren könnt. Also ich würde euch mal vorschlagen, wenn ihr da seid, also halt so rumzugucken und halt Landschaft zu beobachten. Vielen Dank. Als Iran mir, damals mein Junge. Hallo, Pastor, mein Name, 18 Jahre alt, ich komme aus dem Iran, ich bin hier fast seit 2 Jahren. Ich bin in Jean-Madame, Almanin, ich nehme es nicht, weil ich meine Mutter dann schon so mal gemacht habe. Und man bin ich seit der Kodombe-Sundam. Als ich hingekommen bin, konnte ich fast gar kein Deutsch. Die Lehrer und die Mitschüler haben mir das geholfen, deswegen hat mein Deutsch sich auch verbessert. Hola, mi nombre es Luis, yo soy de México, del Colegio Alemán. Tengo 17 años y estoy haciendo mi año de intercambio en Alemania. Hallo, ich bin Luis, ich komme aus Mexiko, ich bin 17 Jahre alt, ich lerne in der Deutschschule Mexiko-Stadt und ich mache eine Austauschjahr in Deutschland. Bueno, como alumno de intercambio puede ser muy difícil a veces y más adaptarse a un país completamente diferente con otro idioma. Pero puedo decir que en este colegio, en especial en Kalkul, con todos los maestros que tuvimos, los maestros se adaptan y ayudan a los extranjeros. Los maestros hacen la clase dinámica y fácil para que los alumnos de intercambio puedan entender la clase y puedan participar. Also als Austauschschüler kann ich mir vorstellen, wie alle Angst haben, dass sie nicht verstehen werden oder dass sie also einfach zu viele Schwierigkeiten haben werden. Aber ich kann sagen, dass in dieser Schule, in Kalkul, alle Lehrer sind so nett und die erklären uns und helfen uns im Unterricht und die machen den Unterricht so, dass wir auch mitmachen können und dass die Lehrer werden immer da sein, um uns zu helfen, egal mit Wortschatz, Hausaufgaben, egal was.